Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Pokémon Go. Ich bin Chaos Lady und ich habe einen Erfahrungsbericht von dem ersten exklusiven Raid. Das sind ja gestern einige gewesen in Deutschland, in Österreich und viele andere Länder. Und ich lese euch mal diesen Erfahrungsbericht vor. Wie der erste Mewtwo Raid in Österreich war. Also, ich bin ohne Einladung hingegangen, um mir das anzuschauen, weil mein Weg zur SCS in Wien echt kurz ist. Ich komme dort circa 10 Minuten vor 19 Uhr an und es stehen circa 20 Leute dort. Zu meiner Verwunderung war ich der Einzige ohne Einladung. Einer hat alles organisiert, jeden gefragt, welches Team und dann die Gruppen gemacht. Und wir haben beschlossen, bis 19:15 Uhr zu warten, weil in Wien gerade eine Fliegerbombe entschärft wird. Und zwar direkt am Weg zur SCS. SCS ist nur eine Abkürzung für dieses Einkaufszentrum. So, bis dahin waren dann circa 30 Leute da und es geht los. Eine Testgruppe hat probiert, ob 10 Leute, alle blau, den Raid schaffen. Was dann relativ lustig war, weil noch 210 Sekunden übrig waren. Also sie haben es sehr schnell geschafft. War fast zu erwarten. Je nachdem, wie stark diese 10 Leute sind. Man schafft es ja auch zu siebt sehr schnell. Also, Mewtwo ist wirklich leicht, wenn man genügend Leute und auch die effektiv ausnutzt. Ja. Dann haben die restlichen zwei Gruppen auch den Raid locker geschafft und es geht zum Fangen. Kurze Frage in die Runde: Wie viel 100% hat und es kommt ungefähr 10 mal 2275 zurück. So very nice, wenn ich das lese. Ich finde das total klasse, wenn sich die Leute vorher informieren und genau wissen, hey, ein 100%iges hat 2275. Ich finde das klasse. Daraufhin kreischt einer, meins hat 100% und jeder sah ihm beim Werfen zu. Oh, der Arme tut mir echt leid. 12 Bälle hat er. Die ersten drei verworfen. Dann einmal großartig und es blieb drin. Einfach nur großartig und es blieb drin. Echt der Hammer. Und dann noch 100%. Mann, der hat den Jackpot, ja? Also ehrlich. Wahnsinn. Komplette Eskalation. Genau. Ey, echt super geschrieben, Lufkins. Ich finde das voll hammergeil, dass du mir das geschrieben hast. Da kommt noch mehr. Es blieb bei fast allen drin, bei einem, der über eine halbe Stunde Anfahrtzeit hatte und früher vom Fußballtraining gegangen ist, flüchtete es. Oh, es tut mir richtig leid. Ja, mir auch. Doch dann kam das, worauf ich den ganzen Tag gehofft habe. Ich wollte eigentlich schon gehen, bin schon beim Ausgang, doch dann sehe ich in der Weite Schillings Gesicht. Sofort sprintete ich los, bei dem Ankommen musste ich erstmal eine kleine Verschnaufpause machen. Kleiner Spoiler, morgen ist Schillings Video, wird dann einen Mewtwo-Raid sehen, weil er bei einer anderen Person aufgenommen hat. Dann sagt er mir, dass er jetzt mit besagter Person essen geht und hat irgendwie gesehen, dass ich mich nicht traue, ihn um ein Foto zu fragen. Daher sagte er einfach: Willst du ein Foto? Und erfüllt mir damit einen Traum. Ich war wortwörtlich legendär. Es war wortwörtlich legendär natürlich, also das wäre ja sonst Quatsch. Mann, das ist ja der Hammer, Leute. Das sind Erfahrungsberichte. Die sind geil. Die haben definitiv einen Platz in meinem Video verdient. Mehr als das eigentlich. Und ich hoffe, ich habe das so gut es geht gewürdigt. Dann möchte ich noch einen Kommentar von Christian Müller vorlesen.
Echt jetzt? Du hast nur 200 Pokémon-Speicherplätze? Du bist doch so aktiv im Arena-Gameplay. Was machst du mit den ganzen Coins? Also ich bin Free-to-Play-Dorfspieler. Auch sehr aktiv, was Arenen betrifft. Pokémon-Speicherplätze mittlerweile auf 1000 aufgestuft, gekauft. Item-Speicherplätze auf 1300. Brutmaschinen kaufe ich auch immer wieder. Diese verwende ich nur für 10 Kilometer Eier. Liebe Grüße, Einzeit heute Level 38er. Yippie! Ja, Christian Müller, ich glaube, da gab es ein klitzekleines Missverständnis. Ich habe 200 freie Pokémon-Plätze in meinem Beutel, aber ich habe auf 750, glaube ich, aufgestuft und weiter noch nicht. Bis 1000 kann man ja, du hast also das Maximum. Und den Itembeutel habe ich, weiß ich gerade nicht. Ich bin mir da jetzt gerade nicht ganz sicher. Ich könnte mir noch mehr kaufen. Ich habe einige Coins. Ich bin aber jetzt richtig sparsam bei den Coins, weil ich gemerkt habe, die Geschenkboxen, da kann sich doch schon einiges lohnen. Aber dafür sollte man sich halt die Coins auch aufheben. Deswegen, also ich bin so mega enttäuscht, dass ich damals bei dem anderen Arena-System so viele Brutmaschinen gekauft habe und dann kommt einfach so eine Geschenkbox, wo richtig viele Premium-Raid-Pässe drin sind, die momentan wirklich richtig geil sind, weil sie auch richtig viel Spaß machen, weil man mit anderen Leuten zusammenkommt, immer wieder und man so Erfahrungsberichte austauschen kann. Das macht unheimlich viel Spaß, aber die Premium-Raid-Pässe sind einfach etwas teuer. Und in den Geschenkboxen war das, also vor allem in der großen Geschenkbox, war das ein richtig geiles Angebot und ich hatte keine Coins. Klasse. Seitdem bin ich richtig vorsichtig. Ich habe 30 Schweizer Franken geschenkt bekommen als Google Play Card und von denen habe ich bisher nur Premium Raid Pässe gekauft, wenn ich sie wirklich gebraucht habe. Also, wann brauche ich einen Premium Raid Pass? Wenn Leute sagen, hey, ich möchte gerne diesen Raid machen, kommt jemand zur Unterstützung, bin ich dabei. Wir machen eine Raid-Tour und jagen ganz viele Entei, zum Beispiel bin ich dabei, kein Thema. Ich brauche schließlich noch mein 100%iges. Das wäre zumindest mal mein erstes legendäres 100%iges, deswegen erst recht. Ja, ansonsten warte ich ab. Wenn die Geschenkboxen geil sind, greife ich auf jeden Fall zu. Und dann habe ich nämlich noch zusätzlich noch andere Items, worüber ich mich vielleicht freuen kann. Zum Beispiel die Superbrutmaschine oder noch welche anderen Brutmaschinen. Aber Brutmaschinen kaufe ich mir aktuell gar nicht. Auch wenn dort der gewisse Anteil an Sternstaub drin ist. Um was anderes geht es bei den Eiern auch aktuell gar nicht. Nur der Sternstaub ist eigentlich interessant. Gut, dann war es das eigentlich schon. Sind jetzt natürlich nur zwei Kommentare gewesen, ist jetzt ein bisschen wenig. Ich hoffe, es ist trotzdem okay, dass das Video heute mal nicht so lang ist. Schließlich gibt es ja noch zig andere Let's Player und die man gerne zusehen möchte und daher ist es vielleicht ganz gut, wenn es nicht so lang ist. Gut. Die 800 Abonnenten sind fast geschafft. Es wird auf jeden Fall einen Livestream geben, entweder am 2. Oktober oder schon früher, vielleicht auch zwei, weil es gibt einfach was Besonderes zu tun. Von daher ist das alles kein Thema. Zu guter Letzt, wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, seid ihr neu, nehmt ein Abo und ansonsten bis zum nächsten Mal.